Was geht ab, meine werten Freunde, und willkommen im Part Nummer 32 von Breath of the Wild Master Modus 3 Herzen des Todes. So, ich habe mal kurz Mifas Gebet auf... Ach ja, Gegenwind. Ich habe mal kurz Mifas Gebet auffüllen lassen und Rivalis Sturm und... Sensoren. Konnte man nicht sogar abschießen? Nee, ne, die gingen nicht abzuschießen. Oh weh, oh weh. Das Drohnen sind aber scheiße, du. Dann gibt's Tod, wenn er uns sieht. Ach ja, stimmt, wir sind jetzt, habe ich vergessen, wir sind jetzt wieder am Todesberg. Okay, funktioniert also wie sonst auch. So, dann komm mal mit. Kleiner Junobo. Und mitkommen. So. Ziel für heute, den Titan erreichen. Und dann spontan schauen, was wir noch machen. Bevor ich in den Titan reingehe, will ich nämlich meine Rüstung upgraden. Und dafür brauchen wir eine Upgrade-Folge. Und für eben jene Upgrade-Folge muss ich erst noch aufnehmen. Und das mache ich heute aber nicht mehr, weil ich noch was anderes zu tun habe. Ich mache kurz irgendwas frei. Eisenhammer, Ritter mitnehmen. Ich gedacht, dass das reicht, wenn ich da einmal gegenhaue und dann fällt das Ding so runter. Ja, man lernt halt nie aus, ne? Oh Gott. Uiuiui, da musste ich kurz niesen, tut mir leid. Uiuiui. Oh, der war ein bisschen doller, als er sollte. Also schön ist, wir können auch sprinten. Er ist zwar dadurch immer noch nicht schneller, aber ist ja egal. So, Kumpel. Let's get ready for Rumble! Fuego! Move your ass, damn! Move your ass! Das ist okay. So. Bist du eigentlich nochmal rein, wenn ich dich umstelle, dass du die Dinger da abballern kannst? Ah, nee. Okay, der geht dann straight in die Lava sonst. Schade. Das wäre cool. Wie weit gehen die? Okay, er kann erstmal noch ein Stück mitkommen. Komm doch! Spiel! What are you doing? This is not happening! So. Bitte warten. Sir. Wir haben hier etwas zu klären. Und hier weiß ich auch noch, dass das mit großen Metallboxen zu tun hat.
So zum Beispiel. Link, kannst du bitte, danke. Tschüss. Kann er hören? Nee, hörte ich nicht. Hat mich auch gewundert. So. Ja, das funktioniert. Gut. So, dann können wir den kleinen Fratz auch mal kurz holen. Die Box. Oh, wir haben ja noch Rädchen. Ist hier was? Nee. Okay, gut. Dann kommen Sie mal mit her, Juno. Danke, Spiel, fürs Despawn. War ja auch voll notwendig. Das rutscht runter, oder? Ey, wenn das jetzt runterrutscht, wenn ich hier durchgehe, ich raste aus. Okay. Hat irgendwie funktioniert. Keine Ahnung. Apropos irgendwie funktioniert, wir müssen ja hier hoch. Was haben wir denn hier? Oh, noch eine Löschechse. Eine nice Echse. Warum kannst du mich nicht leiden? Guck mal, da ist wieder die Murmel. Schön, dass sie da hingegangen sind. Schlitz. Gut, haben wir das auch mal geklärt. So, Master Shred geht langsam kaputt, ist aber nicht schlimm. Die nächste Ladung... Also dauert ja sowieso nur 10 Minuten, bis wieder aufgeladen ist. Aber ich weiß gar nicht, ob jetzt nochmal Moblins kommen. Das werden wir gleich rausfinden. Weil einmal müssen wir noch, aber ich weiß nicht, ob das auch wieder beschützt wird. Und selbst wenn, dann spinne ich diesmal und mache halt den Schockangriff, dann sind die eh geschockt. Oh Gott. Oh, der Schluckauf hat gerade richtig wehgetan. Oh. Oh, der hat im Magen gezogen, das war richtig eklig. Oh, das tut auch noch weh. Sir, bitte warten Sie. Es kommt gleich sowas wie, Sie sind außerhalb des Gebiets, bitte begeben Sie sich zurück zum Gebiet oder sowas. Nee, keine Ahnung. Also da ist auf jeden Fall Luft. So, das habe ich ja jetzt schon gesehen, aber... Weiß nicht, was ich damit jetzt machen soll. Ich sehe, dass da ein Saphir ist. Und ein Feuerstein, ein Fred-Feuerstein, den ich gerne mitnehmen würde. So. Also hier ist ein Block. So, aber der ist nicht aus Metall. Einfach nur so ein Stein. Den Link bitte... Er kann ihn nicht schieben, weil er zu schwer ist. Ist nicht schlimm.
Das ist jetzt schon schlimm. So. Null. Null Stärke. Dauert 10 Minuten, bis wir aufgeladen ist. Aber ist ja nicht so schlimm, ist ja relativ entspannt. Ja, hätte mich auch gewundert, wenn das... Wie? Ist das mit einer Bombe? Echt jetzt? Ja, na sag mir doch, dass das so einfach ist. Dann hätte ich das doch gleich so gemacht. Kann ich die auch sogar von hier oben runterwerfen? Ich mag die Mucke hier, die ist irgendwie so... Also sie ist ein bisschen sehr dramatisch für das, was wir hier machen, aber... Okay, das war zu früh. Vom Wurf her war es gut, aber... Zu früh gezündet. Ja, komm. Jawohl. Dann will ich alles haben. So. Komm mal her hier. Kommen Sie mal mit, Sir. Kommen Sie mal mit. Kommen Sie, staunen Sie. Wir haben Spaß. Wenn sich jemand fragt, warum ich keine Bombenpfeile benutze, um die Dinger einfach abzuballern, das geht nicht. In heißen Umgebungen explodieren Bombenpfeile sofort. Und mit sofort meine ich wirklich sofort. Wenn ich die ziehe, explodieren die sofort an meiner Fresse. Ist kein Witz, ist wirklich so. Bitte einmal hier stehen bleiben, Sir. Muss erstmal schauen, wie ich die Dinger jetzt kaputt kriege. Also wie es ausschaut da hinten. Sollte ich den denn hier schrotten können? Ja, die Wurfreichweite ist zu klein. Das ist auch zu klein. Das ist jetzt ziemlich doof. Wieso habe ich den Updrift nicht eigentlich gerade genommen? Welch Intelligenzbestie ist hier schon wieder am Werk? Bin ja schon wieder schlauer als Fred Fischer. Ich weiß zwar nicht, wer das sein soll, aber... Ich sag mal, ich bin schlauer als Fred Fischer. Perfekt. Ich hätte nicht gedacht, dass sie tatsächlich nochmal kurz aufgehalten wird von dem Windstrom, was es halt eigentlich ganz gut gemacht hätte. Ich hab versehentlich oben gedrückt. Scheiße. Perfekt. So, hier für das letzte Ding kann ich auch gerne mal den hier benutzen. So. Damit ist der Weg bis dahin hin frei. Dann fehlen nur noch die beiden Herren da. Die ich irgendwie wegmachen muss. Der linke hat eine Waffe, hat der rechte auch eine. Nee. Der rechte ist blank, der linke hat eine Waffe. Na, dann wissen wir ja alle, was jetzt kommt. Das. Weil ich ja jetzt wieder Brandschutz 2 besitze. Ich hab Zeit. Ich hoffe, du auch.
Sir, kommen Sie, gehen Sie. Was halten Sie davon, wenn Sie sich einfach aus Ihrem Leben entfernen würden? Wird's begrüßen. Das ist jetzt nicht so gut. So, dann machen wir Plan B. Dann nehme ich deinen Hammer dafür. Wie lange brauchst du denn noch? Schon sagen, aber dauert aber ein bisschen sehr lange hier, Kumpel. Gut, haben wir das geklärt. So, ja, dann war ja gut, dann halt eben Plan B. Ich habe zum Glück immer noch einen Plan B in petto. Ansonsten wäre ich ja nicht ich. Und ansonsten wäre das auch nicht so gut gelaufen. Mal ehrlich sind. So gut, jetzt ist mein Ritter 200. Jetzt ist mein Ritter 200 zwar Schrott, aber das ist ja nicht so schlimm. Der war ja ohnehin schon sehr angeschlagen. Also macht das ja keinen großen Unterschied mehr. Und jetzt habe ich halt noch einen Hammer dabei. Na gut. Ist jetzt halt meine schwächste Waffe, aber 12 Damage. Ah, kein Wunder, dass das so lange dauert. 12 ist echt wenig. Das klang gerade volle Kanne. Das fällt mir jetzt erst auf. Das klingt wie, und das werdet ihr dann auch sehr zeitnah sehen, in Wind Waker HD gibt es ja diese kleinen Stachelbällchen, die einen verlangsamen und daran hindern sollen, halt zu hüpfen und sich schnell zu bewegen und so weiter. Genau, wenn die einen anhüpfen, genau so klingt das. Sehr lustig. Nö, kein Bock mehr jetzt. Lasst mir mal in Ruhe hier. Scheiße, dann geht eben in den Vulkan. So, ihr könnt ihr mich mal hier aber so richtig gerne haben, da. Das sag ich euch. Mein Gleiter müsste die ganze Zeit schon abfackeln ohne Ende. Damn, boy. Damn. Triffst du Feuergegner mit einem Eisangriff, nehmen sie mehr Schaden. Ja. Das ist richtig. Swing! Dieser Ort wurde als Teleport-Ziel auf der Karte markiert. Nice. So, dann können wir wieder rausgehen. Lange nicht gesehen, Bruder. Ich habe nie die Hoffnung verloren, dass du dich mal hier blicken lässt. Du bist sicher hier, um Rudania von Ganon zurückzuholen, oder? Dann musst du zuerst mal die Karte in die Finger kriegen, die den Aufbau des Titanen zeigt. Und unterwegs 50 Augen platt machen. Das ist der Leitstein, der die Karte enthält. Swing! Haben aber keinen Bock drauf. Erstmal. Die Folge wird jetzt auch ein bisschen kürzer. Ich glaube, ein Hinox würde ich jetzt noch mit euch klatschen wollen. Wenn der nicht zufällig von Regen umgeben ist. Weil dann habe ich keinen Bock drauf.
Regeneriert sich mein Masterschwert auch eigentlich, wenn ich... Nee, nicht wenn ich im Menü bin. Interessant. Komm, nehmen wir mal das 28er Schwert rein. Hier darf ich jetzt Pfeile nicht wechseln, habe ich vergessen. Okay, das ist also unser nächster Startpunkt. Das sind die Orni, hier sind die Gerudo. Wo ist denn der Schrein? Da oben. Ja, passt. Von da aus sollten wir zu dem Hinox hinkommen. Dann klatschen wir jetzt mal den Hinox. Ich werde den nächsten Part, wie gesagt, das wird irgendwie so ein Farm-Part, wo wir uns halt einfach Stuff für die Rüstung besorgen, dass wir das auch mal gemacht haben. Ich werde super, super viele Hinox farmen müssen. Das heißt also, ich werde mir meine Karte vornehmen mit den Standorten der Hinox und genau nachschauen, wo welcher Hinox ungefähr ist, dass wir die dann halt alle abgehen können. Im Optimalfall mehr als einmal. Beispielsweise weiß ich auch, hier ist gerade kalt, ich weiß beispielsweise auch, dass es hier unten, das hatte ich ja auch schon mal angesagt, hier bei den Sümpfen, Seen, Gedöns, hier gibt es auch drei Hinox an einer Stelle quasi. Also hier in diesem Bereich. Was es halt sehr, sehr viel angenehmer machen wird, dass wir die farmen. Okay, jetzt muss ich mal gucken. Links oben auf der Karte. Ja, wir kriegen gleich Schaden. Bisschen. Dauert das jetzt noch länger? So, jetzt hat's auch gehört. Ist hier auf der Karte schon wieder Regen? Wieso? Spiel, wieso? Wieso mobbst du mich immer? Soll die Scheiße? Ich will den Rhinox nicht im Regen bekämpfen. Der Grund dafür ist ja wohl sehr einfach. Wenn ich das mache, habe ich ein Problem. Ich habe nicht richtig sein Auge getroffen, sehe ich gerade. Das war auch nicht richtig sein Auge. Sag mal, habe ich eigentlich... Ich habe doch Doppelbögen, oder? Ja, einen. Und ich habe zwei Dreierbögen. Das war sein Auge. So, das Schöne ist, bei dem Gegner haben wir wenigstens eine Lebensleiste. Und weg. So, und so sehen dann die Kämpfe aus. Das war ein schwarzer Hinox, by the way. Das ist die stärkste Form von Hinox, die wir jetzt so quasi da haben können. So, ohne weiteres, sagen wir es mal so. So, Hinox-Herz haben wir auch wieder einen dazu. Ganz viele Fußnägel und so. Wie gesagt, 15 Zähne, 15 Fußnägel und 15 Herzen bräuchte ich. Und Soldatenbogen bräuchte ich nicht. Mondsäbel brauche ich auch nicht. Ich werfe mal kurz den Shit weg. Okay, wäre sogar ein starker Soldatenbogen. Der hat ja jetzt einen Schaden weniger, aber ich habe dafür halt... Ja, nehmen wir mit. Soldatenlanze brauche ich definitiv nicht. Okay, Mondsäbel hat auch keinen Effekt. Dann lassen wir das weg. Ja, und so sehen halt die Kämpfe aus. Das war jetzt ein schwarzer Hinox, den ich innerhalb von wenigen Sekunden gemacht habe. By the way, Regen ist deswegen so scheiße, weil da die Bombenpfeile nicht mehr explodieren. Und Regen ist auch scheiße, weil Gewitter passieren kann. Also sprich, weil Blitze einschlagen können. Und wenn das der Fall ist, ich habe fast ausschließlich Metallrüstung dabei. Die beiden sind nicht Metall. Und das hier ist nicht Metall. Ansonsten ist der Rest Metall. Von meinen Bögen ist der und jetzt halt der, sind nicht Metall, der Rest ist Metall. Und bei meinen Schilden habe ich den einzigen Nicht-Metall-Schild gerade an. Und der Rest ist auch Metall. Ist also richtig, richtig scheiße eigentlich. Ja, Ausrüstung wissen wir ja alle, Ausrüstung ist egal. Ja,
Und so wird quasi die nächste Folge dann aussehen, dass wir ganz, ganz viele davon klatschen und ich vielleicht auch noch Leune mache. Ich hoffe erstmal, ich kann es ignorieren. Wie viel hat uns das jetzt gebracht? Wo sind die? Hier. So, wir haben jetzt 6 Fußnägel, einen Zahn und ein Herz. Das ist schon mal eine gute Ausbeute. Wie gesagt, 15, 15, 15 brauchen wir, dann haben wir unsere Rüstung komplett auf Stufe 3. Also 5 pro Rüstungsteil. Und dazu dann noch von allen Drachen. Übrigens, ich habe mich vertan. Es gibt bei allen Drachen gibt es 4 Teile. Ich habe die Krallen ignoriert. Es gibt Schuppe, Kralle, Zahn und Hornsplitter in der Reihenfolge, die wir brauchen. Ich brauche von jedem Drachen jeweils 1 von allem. Was halt auch relativ lang dauert, die Sachen zu farmen, aber das mache ich, glaube ich, dann eher offscreen. Weil das, also es ist halt echt anstrengend, weil man jedes Mal die Sachen abholen muss. Das ist halt, puh, nervig. Sehr sogar. Ach ja, übrigens beim Hateno hier, da habe ich ja mein Teleport-Ding. Für den Fall, dass es Nacht ist, da vorne ist eine Ausdauerschrecke gewesen, sehe ich gerade. Für den Fall, dass es mal Nacht sein sollte. Kleinen Moment. Oder ich allgemein eine andere Tageszeit haben möchte. Habe ich nämlich offscreen gemacht, habe ich gar nicht gesagt. Stimmt, tut mir leid. Ändern wir mal kurz. Wenn der Ladescreen fertig ist. Habe ich hier mein Teleport-Medaillon, was direkt auf mein Bett zeigt und ich sofort schlafen gehen kann. Brauche nur A drücken. Habe ich auch gemacht. Ansonsten hat sich in meinem Haus hier nichts verändert. Also ich habe immer noch dieselben Waffenständer und so weiter drin. Was wir eventuell auch mal machen könnten. Und das mache ich jetzt offscreen. Ich danke euch auf jeden Fall recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hole mir mal die ganze Ausrüstungsgedöns hier. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst doch gerne ein Däumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und für den Fall, dass ihr keine Folgen verpassen wollt, drückt auf Abonnieren. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Peace out, the Raccoons that play. Ciao. Moment, Moment, Moment. Ich will, dass das nochmal drin ist, weil das so lustig ist. Und los!